Heute teste ich für euch den Magic Clip Cordless von der Firma Wall. Dieser Clipper hier liegt in jedem Barbershop. Und wie gut ist dieses Ding eigentlich? Und brauche ich den auch als Autonomalverbraucher? Machen wir das gute Ding mal auf. Der Clipper kommt mit so einer roten Schutzkappe, damit die Blades immer schön geschützt sind. Ladekabel ist mit dabei. Ein passender Kamm. Der Clipper kommt mit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8 Aufsätzen. Clipperöl und einer Reinigungsbürste. Schauen wir uns die Blades an. Der einstellbare Messerhebel geht von 0,8 bis 2,5 mm. Kurz ein paar Features zum Clipper. Der Kollege ist cordless. Das bedeutet, man kann ohne Kabel trimmen. Aber auch mit Kabel ist das Trimmen kein Problem. Beim Ladevorgang leuchtet übrigens diese blaue Leuchte und wenn voll geladen ist, geht die wieder aus. Übrigens, die Ladezeit von dem Gerät beträgt 120 Minuten und die Akkulaufzeit 90 Minuten. Und die Trimmlänge geht bis 25 mm. Und die Klingen sind wirklich super scharf. Und das Gerät liegt übrigens super in der Hand. Machen wir den Soundcheck. Halleluja. Okay, probieren wir diesen Bad Boy mal aus. So sehe ich aktuell aus. Nehmen wir den ersten Aufsatz. Messerhebel, ganz auf. Let's go. Neuer Aufsatz. Übrigens, richtig gute Power, das Teil. Dem Teil kann man übrigens Bart und Haare rasieren bzw. trimmen. Jetzt mal ohne Aufsatz. Die Blades überhitzen nicht, das ist sehr gut. Für die Konturen ist das Gerät eher nicht so geeignet. Aber zum Tapern funktioniert es richtig gut. Noch ein bisschen ausdünnen. Das Nachherergebnis. Jetzt sieht mein Bart wenigstens wieder fresh aus. Wie fällt mein Fazit für dieses Gerät aus? Ich bewerte das Gerät nach Rasur, Handling, Funktion, Qualität und Preis. Für die Rasur bzw. zum Trimmen ist das Gerät sehr gut geeignet, gerade fürs Tapern oder zum Barttrimmen. Wirklich top, deshalb 9 von 10 Punkten. Kommen wir zum Handling. Wenn du dir selber damit den Bart und die Haare schneidest, ist das Gerät sehr klobig, deshalb Medium. Wenn du aber jemand anderes damit den Bart schneidest, dann ist das gut. Von daher 7 von 10 Punkten für das Handling. Kommen wir zu den Funktionen. Insgesamt gibt es 8 Trimmaufsätze, als auch diesen einstellbaren Messerhebel. Und man kann zusätzlich auch cordless dementsprechend trimmen oder auch mit Kabel. Insgesamt gebe ich für die Funktion 5 von 10 Punkten, da wirklich nur großflächig damit getapert bzw. getrimmt werden kann. Nicht ohne Grund befindet sich dieses Gerät fast in jedem Barbershop und die Barbiere vertrauen diesem Gerät als auch der Marke Wall. Von daher gibt es Punkte Qualität 9 von 10 Punkten, weil es wirklich sehr hochwertig ist. Kommen wir zum Preis. Das Gerät kostet 130 Euro, ist allerdings auch schon ein eher professionelles Gerät für Barbiere und dafür gibt es 8 von 10 Punkten. Insgesamt bekommt dieses Gerät also all in all 38 von möglichen 50 Punkten. Für Barbiere ist dieses Gerät ein absolutes Muss. Und für Leute, die sich zum Beispiel selber eine Glatze bzw. einen Buzzcut schneiden, eine sehr, sehr gute Option, da das Gerät qualitativ hochwertig ist. Die Blades sind super scharf, das Gerät hat richtig Power. Aber für den Otto-Normalverbraucher, der vielleicht den 3-Tage-Bart rasiert, der hat sicherlich bessere Optionen als dieses Gerät hier. Link zum Gerät findest du wie immer unten in der Box.